Freunde der individuellen automobilen Fortbewegung, seid gegrüßt, Tobi hier von Westberlin Customs. In diesem Video geht es darum, wie man eine Abgasanlage unter einen Mitsubishi Lancer baut und ich erkläre so ein bisschen, was für Tipps und Tricks ich dabei beachte. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Diese Abgasanlage hier ist von der Firma Fox, sauber verarbeitet und besteht aus ungewöhnlich vielen Teilen. Das Fahrzeug dazu ist ein Mitsubishi Lancer. Kann man das hier sehen? Ja, kann man vielleicht ein bisschen sehen. Ich werde gleich nochmal das Heck zeigen. Ja, ungewöhnlich viele Teile. Warum? Ja, die Anlage ist relativ modular aufgebaut und ursprünglich hat dieses Auto hier eine einflutige Abgasanlage. Das kann man hier ganz gut sehen. Ein Strang geht nach hinten und tatsächlich auch nur einen einseitigen Ausgang vom Abgassystem. Und jetzt immer mal kurz das Heck. Ein wirklich schönes Heck, muss ich mal sagen. Aber wie man sehen kann, nur ein Ausgang und das ist eigentlich ein bisschen wenig. Deswegen werden wir jetzt auf dieser Seite hier, da werden wir jetzt eine zweite Rundung in die Heckschürze reinschneiden. Blöderweise ist es so, dass Mitsubishi an dieser Stelle auch noch einen Abschlepphaken positioniert hat. Eigentlich nicht blöd, aber halt in dem Fall jetzt ungünstig, weil der Endschalldämpfer, der momentan ein sogenannter Längstopf ist, also längs oder parallel zur Fahrtrichtung, wird ein Quertopf werden. Das heißt, der kommt quer unten drunter und kriegt dann eben Links-Rechts-Ausgänge. Und das ist auch genau der Grund, warum so viele Teile diesem ganzen Set hier beiliegen. Wie man schön sehen kann, sind hier also einmal neue Halter dabei und jede Menge Schellen, die natürlich nötig sind, um die ganzen Bauteile zu verbinden. Und dann haben wir jetzt nochmal einen komplett neuen Flansch. Das hier ist ein Überwurf. Der kommt auf die oder über die Serienabgasanlage rüber. Da verstehe ich allerdings nicht so ganz, warum man das gemacht hat. Wahrscheinlich, weil man auf den eigenen Vorschalldämpfer im Hause Fox das Ganze noch adaptieren möchte und deswegen da variabel bleiben möchte, weil eigentlich ist es nämlich so, dass dieses Auto an der Stelle auch schon einen Flansch hat und an den hätte man natürlich rangehen können. Dann hätte man sich allerdings auf dieses System hier, das ist so eine Kugel oder ein Pfannengelenk, einigen müssen und wahrscheinlich hat man sich gesagt, dass man lieber auf so einen regulären Flansch gehen möchte. Was ein bisschen mich gerade erstaunt ist, dass hier eigentlich keine Dichtung dabei ist und nur so eine Planfläche. Ja genau, hier ist keine Dichtung dabei. Gut, dann müssen wir gleich mal gucken, was wir da machen. Ob wir da ein bisschen improvisieren, weil das sieht nach einer sehr speziellen Form aus von einer Dichtung. Ansonsten haben wir hier jede Menge Befestigungsmaterial. Also wenn ich mir das so angucke, Schrauben, Muttern und Scheiben, das sieht ganz gut aus von der Anzahl her. Die Endrohre können wir vielleicht noch mal zeigen. Uappa. Das ist das neue Endrohr. Jetzt nicht riesig, aber auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zum vorherigen oder bisherigen Bauteil und sollte auch gut in die Originalaussparung reinpassen von der Form her. So, jetzt mache ich mich mal ans Bauen bzw. erstmal ans Rausschneiden, weil losgehen tut es ja mit dem Entfernen von gewissen Bauteilen, also natürlich der Serienabgaslage an sich und dann eben dieser besagten Abschleppöse. So, das werde ich jetzt mal machen und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Die Abschleppöse ist entfernt, ganz klassisch, mit einer Flex abgeschnitten. Der Endschalldämpfer liegt auch schon hier. Wie man sehen kann, ist der entfernt. Die Schrauben hier zu entfernen bedarf etwas Kraft, geht aber alles, also mit einem vernünftigen Schlagschrauber kriegt man die ganz gut los. Wie sieht es am Auto aus? Das hier ist das Gegenstück. Ich habe das Ganze jetzt nochmal ein bisschen entgratet, einfach ein bisschen rund gemacht, damit man sich nicht daran verletzen kann, falls mal der freundliche Herr Wachtmeister oder ein TÜV-Prüfer oder wer auch immer hier runtergreifen möchte, dass es sich nicht gleich schneidet. Der nächste Schritt ist jetzt, hier in dem Längsträger sind zwei Hülsen drin. Warum auch immer, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wahrscheinlich für einen Anhänger, Kupplungsbock oder irgendwie sowas. Die nutzt auf jeden Fall die Firma Fox, um diesen Halter hier zu platzieren. Der ist jetzt erstmal hier nur so pro forma reingeschraubt, dafür sind die langen Schrauben da. Und das Ganze wird also durchgesteckt, dann verschraubt, das Ganze auf der anderen Seite jetzt nochmal und dann haben wir schon mal die hinteren Aufnahmepunkte. Leider fehlt mir momentan die Anleitung, die Fox-Webseite funktioniert nicht und die Anleitungen sind allesamt nicht verfügbar, das heißt, ich muss ein bisschen improvisieren. Eigentlich erklärt es sich aber ganz gut von alleine. Eine Anleitung ist nicht dabei, Dichtung ist auch nicht dabei. Um das zu kompensieren, nehmen wir jetzt einfach mal hier so eine Dichtpaste, eine Auspuffdichtpaste, um die beiden Flanschflächen aufeinander zu bringen. Das hier ist ja das Gegenstück dazu.
die werden miteinander verschraubt. Und um die dicht zu bekommen, ich könnte mir gut vorstellen, dass hier eigentlich eine Flachdichtung dazwischen müsste. Aber wie gesagt, ist nicht mitgeliefert, ist anscheinend nicht Teil des Autos. Und ja, deswegen machen wir das jetzt so. Bringen die beiden Teile aneinander und dichten das Ganze ab. Diesen wunderbar nach Joghurt aussehenden Dichtmittel. So sieht das ganze Konstrukt jetzt aus. Ich bin mir sehr sicher, dass das Ganze dicht ist. Wir können auch nochmal reingucken. Ich habe es innen auch nochmal ein bisschen versiegelt. Also die Dichtpaste ist jetzt zwischen den beiden Flanschflächen. Jetzt hänge ich den ganzen Schall einfach mal ins Auto rein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, was da alles gekürzt werden muss. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass, um dieses Stück hier anzusetzen, dieses Stück hier weichen muss. Das heißt also, irgendwo hier ist ein Schnitt fällig. Wo genau, muss ich jetzt erstmal rausfinden. Der Endschalldämpfer sitzt erstmal nur auf dem Getriebeheber hier und ist unter das Auto runtergeklemmt. Und das ist geklemmt, einfach nur angehoben. Und liegt hier auf, man kann jetzt schön sehen, die späteren Befestigungspunkte fluchten hier und da hinten. Ist schon sehr gut. Und jetzt geht es darum, also hier ist nochmal der Serienauspuffgummi. Und der geht dann hier sozusagen in diese Halterung rein. Das ist alles super gemacht. Und jetzt kann man schön sehen, dass hier an der Stelle ein Schnitt vorgenommen werden muss. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Also so wie es aussieht, werde ich das so machen, dass ich wirklich so viel wie möglich von dem Originalrohr stehen lassen werde. Weil was ich vermeiden möchte, dass das Rohr kürzer ist als diese Einschnitte hier. Das ist eine typische Stelle, die undicht werden kann. Das werde ich jetzt mal machen. Schnipp, schnapp. Und dann gucken wir mal, ob der Endschalldämpfer wirklich passt. Das war's. Ein sauberer Schnitt. Dank, also hier sieht man nochmal das Gegenstück. Das ist die ursprüngliche, dieses Pfannengelenk sozusagen, oder diese Dichtung, Kugeldichtung, wie auch immer man sie nennen mag. Auf jeden Fall vorher da drauf. Die kann weg. Das Werkzeug, was ich benutzt habe, ist eine Säbelsäge. Funktioniert super gut für diese Arbeiten. Kann ich nur empfehlen. Jetzt werden wir mal den Endschalldämpfer versuchen einzusetzen und gucken einfach mal, wie das Ganze passt, ob das passt und wie das mit den Dichtungen ist. Hier muss wahrscheinlich auch nochmal Dichtpaste drauf. Dann können wir uns den Endrohren widmen. Jetzt sehen wir hier nochmal das Ergebnis von diesem Überwurf und von der zugehörigen Schelle. Der Überwurf ist relativ groß dimensioniert, das heißt also, der hat Spiel hier auf dem Rohr drauf. Deswegen muss man die Schelle massiv anziehen. Das sieht man ja, glaube ich, auch ganz gut. Die sieht sehr komprimiert und sehr gequetscht aus. Lässt sich aber jetzt nicht vermeiden in dem Fall. Alles ist hier auch nochmal ganz massiv abgedichtet mit der Dichtpaste. Die lasse ich jetzt ein bisschen austrocknen und aushärten. In der Hoffnung, dass wenn jetzt hier noch kleine Spalte irgendwo sein sollten, dann eben keine Abgase herauskommen. Falls es doch passiert, sieht man das immer. Das ist immer dieser charakteristische kleine schwarze Bereich, der dann hier irgendwo sich bildet. Oder eben wirklich, wie wenn ein Kondensat hier noch mit rausläuft, dass dann hier so eine Nase, so ein schwarzes Bart sozusagen entsteht und was das hier rausläuft. Ansonsten habe ich jetzt schon mal die Bögen für die Endrohre auf den Endschalldämpfer aufgesteckt. So sieht das Ganze hier momentan aus. Wichtig ist immer, dass man A, bevor man die Rohre aufsetzt, die Stelle schon mal aufsetzt. Das ist ein Klassiker. Wenn man das vergisst, muss man alles nochmal auseinanderbauen. Und dann ist es natürlich schön, wenn man die Schellen auch noch gleichmäßig aufsetzt. Das heißt also, dass in dem Fall, ich finde die Mutter relativ hässlich, und dass man eben die Mutter nach hinten setzt und den nicht mitdrehenden Kopf nach vorne setzt und das Ganze natürlich auch symmetrisch macht, also links und rechts gleich, und auch, dass nicht eine Schelle nach unten zeigt und die andere nach oben oder so. Das finde ich immer, ist bei einer Abgasanlage, sind zwar alles nur Details und eigentlich überhaupt nicht wichtig für die Funktion, natürlich ganz und gar nicht, aber wenn man von hinten aufs Auto guckt oder sich drunter legt, dann sieht man es eben, und deswegen finde ich das ganz wichtig. Kurzer Zwischenstand, sieht ein bisschen aus wie bei Super Mario, eigentlich können wir es aber auch so lassen. Nein, das können wir nicht so lassen. Also, ich habe das Ganze jetzt hier mal provisorisch zusammengebaut. Das ist alles tatsächlich wirklich total provisorisch. Und jetzt geht es darum, wie man schön sehen kann, auf dieser Seite gibt es eine Aussparung für das Endrohr. Und auf der anderen Seite fehlt die einfach vollständig. Das müssen wir jetzt nachholen. Natürlich kriegen wir das nicht so schön hin wie hier, weil hier ist ja das ganze Material auf der Innenseite noch der Kunststoff. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt einfach einen Schnitt machen. Der wird natürlich total symmetrisch. Also genau identisch zur anderen Seite, aber dadurch, dass wir hier was rausschneiden, ist es natürlich so, dass hier ein Loch entsteht, was wir hier nicht haben. Das heißt also, 100% kriegen wir es nicht hin, aber das ist halt die beste Lösung, wenn man zweiflutig fahren möchte. Was man hier noch schön sehen kann, ist, dass man dieses Endrohr hier nach links und rechts ein bisschen positionieren kann. Ich habe da schon ein bisschen dran rumgetrimmt, aber wenn man genau hinguckt, dann muss das nochmal ein Müh weiter nach rechts. Und das kriegen wir hin, indem wir hier an dem ganzen Rohr drehen. Und das einfach ein bisschen nach außen bewegen. Das mache ich jetzt nochmal, dass es wirklich perfekt in der Aussparung drin sitzt.
Und dann widme ich mich der Seite 2 und fange ein bisschen an zu schneiden und zu zeichnen vorher. Kleiner Trick, um sich zu orientieren. Ich habe oben eine Rolle Klebeband einfach in die Ecke reingeklebt von der Aussparung des Rückstrahlers. Und die Gravitation sorgt jetzt dafür, dass das wunderbar alles hier runterhängt. Und jetzt muss ich einfach nur gucken, dass ich den gleichen Abstand auf der anderen Seite zur Endrohrblende hinbekomme. Also genau da. Das dürfen ungefähr 8 mm sein. Machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso. Und dann wissen wir schon mal, dass das Rohr perfekt positioniert ist. Und dann kommen wir mal zu dem Schablonenspielchen. Die Schablone ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Also was ich jetzt hier gemacht habe, ist erstmal die Form abzutapen von der ganzen Schürze. Und zwar habe ich mich an den Karosserielinien orientiert. Hier unten ist eine Karosserielinie, hier oben ist eine Karosserielinie. Das sieht man ganz gut, die geht hier weiter. Da sieht man auch die Lichtkante. Und auf der Lichtkante genau habe ich jetzt auch lang geklebt. Und habe jetzt hier unten auch nochmal eine Karosserielinie. Dann habe ich mir den Bogen mit dem Sharpie mal kurz angezeichnet, also mit dem Stift einfach nochmal nachgezeichnet. Und jetzt brauche ich noch eine Referenz zur Mitte, um das Ganze spiegeln zu können. In der Mitte ist es relativ einfach. Man sieht es hier bei dem Auto, hier ist eine kleine Kamera verbaut und da ist ein Steg oben drüber. Der Steg wird ganz sicher, was die Heckschutze angeht, in der Mitte sein. Dann haben wir hier unten, also ich versuche das einfach mal gerade runter zu kleben. Und wie man sieht, bin ich hier ein bisschen verrutscht, weil, hier kann man nämlich schön sehen, ich habe jetzt einfach mal von diesem Punkt hier zu dem anderen Punkt auf der anderen Seite gemessen. Auch die Punkte werden relativ sicher gerade sein oder symmetrisch zur Mitte. Und dann ist das hier meine Mittenmarkierung. Jetzt nehme ich mir einfach nochmal ein Tape und gehe von oben von der Mitte, die ich mir angezeichnet habe, hier runter. Und dann habe ich tatsächlich die Kante von dem Tape, ist dann die Mittenmarkierung. Dann kann ich von der Kante vom Tape bis zu irgendeiner Markierung, die ich mir hier setze, messen, kann das ganze Ding nehmen, spiegeln, auf die andere Seite setzen und dann wieder von der Mitte ausgehend nach dort vermessen. Und dann habe ich genau auf dem gleichen Abstand hier meine Schablone. So sieht das Ganze jetzt aus. Also nochmal ein Tape drüber gesetzt hier von Markierung zu Markierung. Und dann habe ich mal die Linie markiert. Das mache ich nicht nur für das Video jetzt, sondern das mache ich tatsächlich für mich selber auch, damit ich hier nicht durcheinander komme, weil es gibt hier mehrere Kanten. Das hier ist tatsächlich die reale Mitte vom Auto. Und dann habe ich jetzt hier einfach mal 40 cm genommen, dazu gerechnet, mir hier eine Markierung gesetzt. Jetzt kann ich das ganze Ding hier abziehen, auf ein Papier aufkleben, ausschneiden, spiegeln, auf die andere Seite aufbringen, wieder die 40 cm ausmessen und habe dann genau drüben die Schablone und kann mir das anzeichnen und ausschneiden. So sieht die Schablone jetzt aus. Also das ist jetzt einfach das Klebeband, was vorher auf der anderen Seite drauf war. Und das habe ich auf dem Papier aufgeklebt, dann die Kontur ausgeschnitten von dem Ganzen, dass ich die Spiegelung habe. Jetzt habe ich also wunderschön hier oben eine Kante, die genau auf der Karosserielinie ausgerichtet werden kann. Und hier außen natürlich auch nochmal genau das Gleiche. Und eine Kurve, oben die Karosserielinie. Hier habe ich den Bogen, den ich brauche für den Ausschnitt, damit er symmetrisch ist. Und das Erste, was ich jetzt mal machen muss, ist, dass ich mir wieder hier die 40 cm bis zur Mitte abmesse. Und dann genau weiß, dass ich links, rechts auf der richtigen Höhe bin. Und ja, dann kann ich mir hier den Bogen anzeichnen und kann dann anfangen zu schneiden. Hey Tobi, wie ist das so, an fremder Leute Autos rumzuschneiden? Ja, also auf der einen Seite ist es eine Menge Verantwortung, aber es macht auch irgendwie Spaß. Ja, also dieses Teil hier ist jetzt gleich Geschichte. Jetzt sieht das Ganze hier ziemlich wüst aus. Macht aber gar nichts. Wie man schön sehen kann, habe ich hier eine gewisse Sicherheit, also einen gewissen Rand gelassen. Das ist so ein Wasserstift irgendwie. Oh, Hokus Pokus, Fokus. Das ist so ein wasserlöslicher Stift. Und man kann schön sehen, hier ist ein gewisser Rand übrig geblieben. Und den kann ich jetzt nutzen, um das Ganze wunderbar rund zu feilen und einen schönen Ausschnitt zu generieren, damit dieses Endrohr, jetzt einmal hochdrehen, da vernünftig drin sitzt. Nicht wundern, das Ganze muss jetzt natürlich noch mal ein bisschen nach außen. Das hier ist jetzt ein wenig Offset. Das werden wir dann nochmal einstellen. Das kann man hier wunderbar in der Innenseite machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wichtig ist halt, dass man die Ränder vernünftig entgratet. Das, da achte ich mal sehr drauf, hier auch innen, dass man die ganzen Grate wegnimmt von der Innenkante, die normalerweise beim Drehmehl entstehen. Da schiebt sich immer der Kunststoff dann so hoch und steht dann irgendwie wie so ein Sägezahn oder wie eine Zahnreihe. Irgendwie, und das möchte ich immer entfernen, das sieht einfach besser aus und wenn man hier reinguckt, dann sieht man das Ganze nicht so. Apropos reingucken, wir können jetzt einfach mal vielleicht mal das Endrohr nach oben schieben, so wie es ungefähr sitzen wird, das wäre dann so. Ja, wenn man sich das Ganze anguckt, dann sieht man natürlich trotzdem einen kleinen Unterschied, also der Bogen selber ist tatsächlich absolut identisch zur anderen Seite, dafür haben wir extra eine Schablone angelegt und der ganze Bogen hier, dieser Verlauf, der Kurvenverlauf, der ist auch 100%ig gleich, das passt alles sehr gut, aber was natürlich auffällt, wenn man auf der Höhe, auf der wir jetzt sind, das wäre natürlich dann nachher so, als ob man neben dem Auto liegt, ist es schon so, dass man, wenn man hier reinguckt, natürlich hier kein Material hat. Wenn wir jetzt rübergehen zur anderen Seite,
dann sieht man das ganz gut, dass dann hier natürlich nochmal das Weiß zu sehen ist, einfach durch die Wandung. Und das fehlt hier drüben. Was ich jetzt noch überlegt habe, ist, wie man schön sehen kann, hier ist jetzt das Endrohr richtig mittig in dem Bogen drin. Und hier, das ist die Variante, wie ich sie vorher auf der anderen Seite eingestellt habe. Also das rechte Endrohr muss nochmal ein bisschen rüber auf die rechte Seite. Und dann ist das Ganze perfekt. So, das heißt, ich kann jetzt also meine ganzen Markierungen alle wegnehmen und kann dann unten die ganzen Schellen nochmal richtig festziehen. Und ja, dann können wir mal gucken, wie die Anlage klingt und vor allen Dingen, ob sie dicht ist. Das ist für mich immer nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir zum Schluss eine Dichtigkeitsprüfung machen. Wie man hier schön sehen kann, ist eben aus dem Längstopf, vorher war ein Längstopf hier im Auto drin, jetzt ein Quertopf geworden. Und das ist kein Nachteil, die Anlage hängt relativ hoch für einen Quertopf, also das Auto hat keine verminderte Bodenfreiheit oder ähnliches. Die inneren Aufnahmen der Querlenker sind immer noch tiefer als der Schalldämpfer selber. Also sehr gut gebaut, gefällt mir alles gut. Bis auf den Fakt, dass es jetzt keine Anleitung zum Download gab, weil der Link broken ist oder einfach nicht verfügbar, das Ganze, ist das jetzt alles eigentlich ganz gut gelaufen. Und ja, dadurch, dass ich schon ein paar hundert Abgasanlagen verbaut habe, erklärt sich das hier eigentlich auch alles ganz gut von alleine. Die Endrohre am Lancer sind ausgerichtet. Beides ist sowohl vom Stickout, das heißt also, wie weit die Endrohre aus der Heckschürze rausstehen, als auch von der Ausrichtung horizontal, absolut identisch. Wir können nochmal kurz zusammenfassen, was war mir wichtig. Die Schellen müssen links und rechts sowohl von der Ausrichtung als auch von der Position oder der Höhe genau identisch sein. Natürlich ist es wichtig, dass die ganzen Auspuffgummis original verbaut sind. Auf die zusätzlichen Gummis, beziehungsweise auf die Enden, werden wir gleich nochmal Sprengringe aufsetzen oder solche Sicherungsringe. Dann kann man hier auch nochmal sehen, dass die Dichtpaste mittlerweile ausgehärtet ist. Und zwar sowohl im Übergang als auch am Flansch. Alle Schrauben sind etwas mehr als handfest angezogen, sollten sowieso nochmal nachkontrolliert werden, weil eine Abgasanlage ist ein thermisch belastetes Bauteil. Das bedeutet also, dass die heiß-kalt wird die ganze Zeit und dadurch sich ein bisschen ausdehnen und zusammenziehen kann. Und da muss man eben die Schraubverbindung nochmal kontrollieren. Das sind übrigens die Sprengringe, von denen ich gesprochen habe. Die lassen sich super leicht montieren. Einfach eine Stecknuss nehmen, den Ring aufsetzen auf die zu montierende Stelle, leicht aufdrücken, beziehungsweise die hier gehen nicht mal rauf, aber den Ring einfach ansetzen, auflegen, eine Stecknuss draufsetzen, mit dem Hammer einen Schlag geben und das ganze Ding rutscht darauf. Und dadurch, dass der in eine Richtung ein bisschen gespreizt ist oder gewölbt ist, können sie halt dann nicht mehr von alleine wieder runterrutschen. Das ist wie eine Sicherung. So genau sehen die Teile dann aus und die können jetzt halt nicht mehr in die Richtung runterrutschen. Davon gibt es insgesamt 6 Stück. 2 hier, 2 beim Original Auspuffgummi von Mitsubishi und natürlich auch nochmal 2 Stück auf der anderen Seite. Das war's. Jetzt sind wir wirklich fertig. Jetzt ist alles abgeschlossen. Alle anderen Muttern habe ich übrigens nochmal kontrolliert und jetzt kann das Auto runter. Eine Frage, die übrigens noch ganz oft gestellt wird immer, ist, wie ist denn mit der Zulässigkeit der Anlagen? Müssen die eingetragen werden? Ja oder nein? Und diese Anlage hier hat eine EG-Betriebserlaubnis. Die hat so einmal ein E-Prüfzeichen, was es relativ einfach macht, bei einer Kontrolle zu überprüfen, ob die Anlage zulässig ist oder nicht. Und diese Anlage hat eine EG-Betriebserlaubnis. Das bedeutet also, mitgeliefert wird ein solches Schreiben hier. Und diesem Schreiben kann man entnehmen, einmal oben EG-Genehmigung. Und dann sind da Tabellen drin und die zeigen genau, für welche Fahrzeuge und für welche Motoren diese Abgasanlage zulässig ist. Das Ding hier sollte man immer mitführen, erspart einem viele Probleme und man muss nachher nicht irgendwelche Nachweise erbringen. Parallel zu der Abgasanlage habe ich von dem Besitzer des Lancers noch die Aufgabe bekommen, die Bremssättel zu lackieren. In diesem Fall haben wir das in einem etwas besonderen Verfahren oder anderen Verfahren als sonst umgesetzt. Ich habe nämlich die Bremse zunächst auseinandergenommen und habe dann die Sättel und die Anker getrennt voneinander mit einem Foliatec Rosso Rot lackiert. Das Ganze ist in einem Pinselverfahren passiert, anders als bei dem Lamborghini. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, dass ich kürzlich jetzt von einem Lamborghini Aventador die Bremssättel lackiert habe. Die haben wir mit einer Sprühtechnik lackiert. Im Falle des Lancers hier habe ich jetzt wieder auf den Pinsel zurückgegriffen, einfach um den Overspray zu vermeiden. Die Farbschichten sind wieder in 7 bis 8 Schichten aufgetragen worden, innen und außen. Die Sättel sehen also aus wie pulverbeschichtet, zumindest im Sichtbereich. Der Glanzgrad der Farbe ist super hoch,
wenn man bestimmte Vorgaben beachtet, zum Beispiel das Tupfen statt eines Streichens. Und damit vermeidet man nämlich auch gleichzeitig ein bisschen die Pinselspuren. Man kann schön einen riesigen Vorher-Nachher-Effekt sehen bei der ganzen Nummer, weil die Bremssättel sind nicht zuvor extrem schlecht lackiert worden. Die Gummis sind mitlackiert worden, die ganzen Staubschutzkappen sind mitlackiert worden. Und außerdem haben die Sättel gerostet, das heißt, sie sind wahrscheinlich vorher auch nicht vernünftig versiegelt worden. Und jetzt haben wir eben einen wunderschönen Glanzgrad in Rosso-Rot, Foliatec Rosso-Rot. Der Besitzer des Fahrzeugs ist überaus zufrieden mit der Leistung. Wenn euch für das Thema Bremssättellackieren allgemein interessiert, habe ich ein paar Videos zu diesem Thema, die zum Teil sehr, sehr detailliert sind und viele Views haben auf diesem Kanal. Werde ich in einer Playlist hier oben verlinken. Denke ich, kann man eine Menge lernen und sich abgucken und damit die ganze Leistung auch wunderbar selbst umsetzen. Für alle, die sich tatsächlich für Farbe auf dem Bremssattel interessieren. Hier geht es jetzt weiter mit einem ganz kurzen Car-Soft-Pörnchen. Wird kein richtiger Porn, sondern mehr so eine kleine Kurz-Doku vom Umbau selbst. In diesem Video habe ich gezeigt, wie man eine Abgasanlage unter einen Mitsubishi Lancer verbauen kann, garniert mit ein paar Tipps und Tricks, wie ich das tun würde als kleine Empfehlung. Falls ihr euch dafür interessiert, wie man generell eine Sportabgasanlage unter ein Auto bauen kann, haben wir weitere Videos dazu auf diesem Kanal. Verlinken wir in der Playlist. Falls euch dieses Video hier gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr einen Daumen da lasst. Falls ihr euch für das Thema Tuning allgemein interessiert, könnt ihr auch gerne mal über ein Abonnieren dieses Kanals nachdenken. Falls ihr es nicht bereits getan habt, allen Abonnenten einen herzlichen Dank. Falls euch für Aktivitäten interessiert, die ich im Alltag so bewege oder Projekte, die ich umsetze, schaut doch mal einfach bei Instagram oder Facebook vorbei. Auch da haben wir Präsenzen. Ansonsten verabschiede ich mich für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein. Ciao.